kommen wir zu einem sehr spannenden Kapitel, nämlich der Stromversorgung. Wie ich ja eben gesagt hatte, ich hatte LED-Lampen dabei. Wir haben natürlich ein Mobiltelefon dabei, sogar zwei, eins zum Filmen, eins als Navi-Ergänzung. Und diese Dinger brauchen erstaunlicherweise sehr viel Strom. Vor allem, wenn sie mit Navi fahren, dann ziehen die Dinger so viel Strom durch den Kontakt zum GPS, das ist eigentlich mein Telefon so nach einem Tag in der Regel leer gewesen. Wenn wir dann noch oft auf die Karte geguckt haben und tatsächlich dann auch das Display laufen haben, dann ging das immer ratzfatz. Dann habe ich mir irgendwann mal solche größeren Akkus gekauft, mit denen man auch 4-5 Mal ein Mobiltelefon locker aufladen kann, aber irgendwann sind halt die auch leer. Es ist nicht immer so, dass man ohne weiteres die Teile aufladen kann. Also kann man schon. Also ich kann dann in die sanitären Einrichtungen gehen und da irgendeine Steckdose mir abklemmen, beziehungsweise die dann daran stecken. Aber ich müsste ein paar Stunden warten, bis das voll ist. An einem Zeltplatz haben wir es tatsächlich gehabt, dass auf der Zeltwiese selbst mehrere Stationen waren, wo es verschiedene Anschlüsse gab, der geschützt war, auch witterungsgeschützt war, wo man die Teile dann hat reinlegen können, wo sie dann über Nacht aufgeladen werden konnten. Man musste sie nicht ins Badezimmer bringen oder in der Küche oder wo auch immer hin, wo man Strom hat. Das war sehr, sehr angenehm. Also das wünsche ich mir wirklich für alle Zeltplätze eigentlich. Ach so, kleiner Exkurs. Ich habe mich auch mal gekümmert, es gibt noch die Möglichkeit, über den Fahrraddynamo das zu laden. Das ist aber technisch erfahrungsgemäß relativ schwierig. Ich habe so eine Lampe, ich kann das, aber ich muss eine gewisse Geschwindigkeit fahren, damit er die Spannung entsprechend aufbaut, um einen Akku zu laden oder mein Telefon zu laden. Und die habe ich, weil ich meinen Sohn im Follow Me gezogen habe, meistens nicht erreicht oder nicht zuverlässig erreicht. Ich denke, wenn wir alleine fahren würden oder schneller fahren würden, dann wäre das kein Problem, aber das ist war nicht ausreichend. Da habe ich aber auch gesehen, da gibt es dann so Gleichrichter, das kann man auch technisch wiederum lösen, die sind nicht ganz preiswert, aber da habe ich jetzt keine Erfahrung, aber das wäre so vielleicht Zukunftsmusik, weil Strom ist definitiv knapp. Eine Alternative habe ich mir dann zwischendurch besorgt, das war auf unserer ersten Radtour, ich meine, es war in Wilhelmshaven gewesen, da dachte ich mir, Mensch, da muss es eine Lösung geben und irgendwie habe ich eine Eingebung bekommen und zack, bin ich auf so ein Solarpanel gestoßen. Das habe ich mir dann hinten auf meine Packtasche gelegt, offen mit zwei Spanngummis befestigt und dann den Akku hier über den Anschluss, hier gibt es einen Anschluss innen drin, einen USB-Anschluss, damit habe ich die dann dran gelegt und versucht, über den Tag aufzuladen. Das ist erstaunlicherweise doch mühsam. Also es empfiehlt sich an der Stelle wirklich, wenn man das auf diese Art und Weise machen möchte, sich vorher zu erkundigen, wie viel Leistung kann so ein Teil. Es lohnt sich auch sicherlich ein bisschen mehr Geld auszugeben. Es lohnt sich sicherlich Erfahrungsberichte von anderen zu lesen, weil die Dinger sind nicht ganz billig, wenn sie wirklich gut funktionieren sollen, ausreichend Strom liefern sollen. Von der Handhabung her super, überhaupt robust, keine Frage. Ans Zelt kann man so gut hängen, aber es braucht Zeit, bis so ein Akku halt einfach voll ist.